Hallo ihr Lieben. Ja, von diesem wunderbaren Platz hier möchte ich doch heute Abend ein Video machen für euch. Das ist der Hafen von Sant'Antioco. Da kann man da hinten, sieht man es vielleicht noch, mit der Brücke, also über eine Brücke drauf fahren. Das ist ganz im Süden von Sardinien. Ja, eine Insel, aber man kann eben drauf fahren. So, schau mal, hier oben die Abendsonne. So, so wunderschön. Ja, und bin jetzt hierher gefahren. Und ja, in meinem Kopf 100.000 Revisionen gemacht, immer wieder. Man könnte meinen, ja, bist du denn noch nicht fertig? Wie oft denn noch? Wie viel denn noch? Das geht immer noch eine Ecke klarer. Es geht immer noch eine Ecke tiefer. Es gibt immer noch mal Lügen, die man doch immer noch glaubt und die langsam, aber sicher ins Bewusstsein kommen. Ja, und bei mir war es so, das will ich euch kurz erzählen. Vielleicht könnt ihr euch damit auch was anfangen. Ja, ich war ja von meiner Mutter nicht unbedingt gewollt. Und ja, und jetzt habe ich das wirklich so revidieren können. Endlich dieser Tatbestand, dass ich als kleines, dreieinhalbjähriges Mädchen von meinen Großeltern, wo ich bis dahin aufgewachsen bin, mit meiner Mutter weggegangen bin zu ihrem neuen Mann nach Deutschland. Wir waren damals in Österreich. Und dieses Gefühl, einfach nicht richtig zu sein, nicht geliebt zu sein und vor allem fehl am Platz zu sein. Meine Oma, die war so eigentlich meine Bezugsperson. Und ja, ich habe das jetzt revidiert, dass ich dort in diese neue Familie gekommen bin. Und es ging so einfach. Es war auch so wichtig, dass ich das auch revidieren konnte, was meine Mutter über mich dachte. Ja, ich habe mich ja immer so abgelehnt und nicht wichtig genug gefühlt von ihr. Und ich habe das jetzt echt hingekriegt und ich kann das ganz klar fühlen, dass dort alle in dieser Familie hell begeistert waren, dass ich in die Familie gekommen bin. Und dass wirklich alle gesagt haben, wow, zu meiner Mutter, was hast denn du für eine schöne Tochter, so eine hübsche Tochter. Oh, wie schön, was für ein tolles Mädchen ist das. Sie sieht ja so hübsch aus und sie ist so intelligent. Und ich habe es tatsächlich auch hingekriegt, wirklich zu sehen, wie die ganze Familie meines Adoptivvaters mich hellauf begeistert aufgenommen hat. Und ich sage euch was, ich kann nicht mal behaupten, dass das nicht in Wirklichkeit so war. Es ist ja immer so, diese Grundprogrammierung, diese Grundausrichtung. Jetzt kommt wieder jemand, will unbedingt meinen Hund begrüßen, schau mal. So stelle ich mir das vor, dass das mit mir auch ist. Ich bin hier in der Welt, Leute laufen vorbei und finden mich toll. Genauso wie bei meinem Hund. Ja, genau. Und womöglich war das auch so. Womöglich waren die alle auch begeistert in der Familie meines Vaters. Aber nachdem ich natürlich... Ciao, buona serata. Nachdem ich natürlich mich so verlassen und so am falschen Ort und so weggenommen gefühlt habe von zu Hause, von meiner Großmutter, konnte ich natürlich damals schon als kleines Kind nicht annehmen und auch nicht erkennen, dass eventuell ein anderer Ort mich auch willkommen heißen würde. Und dadurch, dass ich auch zu meiner Mutter überhaupt kein inniges Verhältnis hatte, sondern einfach nur zu meiner Großmutter, war das natürlich für mich klar. Man hat mich weggeschleppt, man hat mich deportiert an einen Ort, wo ich nicht sein möchte, weg von meiner geliebten Oma, von meinem Zuhause. Und da will mich niemand und es ist ja ganz klar, da kennt mich niemand
Und ich erinnere mich ganz genau, und man mag denken, ja, 3,5 Jahre, ich erinnere mich ganz genau, dass ich mich so alleine gefühlt habe, weil ich eben weg von zu Hause musste. Und meine Mutter war ja für mich nicht zu Hause, sondern meine Oma. Und ich habe die dann alle gehasst und eigentlich irgendwie alle verflucht. Ich habe wirklich niemanden gern gehabt. Ich habe niemanden an mich ranlassen. Ich habe niemanden erlaubt, mich wirklich zu lieben. Ja, und so passieren diese Dinge. Die passieren in unseren Köpfen. Das sind Entscheidungen, die wir treffen. Und wir sind uns deren Entscheidungen nicht bewusst. Aber wenn wir da Stück für Stück reingehen, dann lernen wir, warum wir uns die Dinge so versagt haben, mit welchem Denken, mit welchem Glauben. Und wenn wir dann bereit sind, auch zu sagen, ja, ich revidiere das, ich verändere das, dann verändert sich alles. Dann verändert sich deine Sicht aufs Leben, dann verändert sich, wie du glaubst, dass andere Menschen dich sehen dürfen. Hallo Miribeth! Dann verändert sich, dass du erlauben kannst, dass du herzlich willkommen bist. Herzlich willkommen, egal wo du hingehst. Gerade wie ich vorher gezeigt habe mit meinem Hund. Fremde Leute freuen sich, dass du da bist. Fremde Menschen, egal wo du hinkommst. Du bist ein Licht, du bringst Licht. Aber dir diese Ansicht von dir selbst zu erlauben, da kannst du hinkommen, indem du eben anfängst zu durchschauen, deine Denküberzeugung, deine Muster, was du über dich glaubst. Und es ist nicht einfach, diesen Scheiß zu durchschauen, weil der versteckt sich. Weil dieser Quatsch, den du dir geglaubt hast, der hat dich ja mal beschützt. Der war ja mal da, um dich in Sicherheit zu wiegen. Der hat ja mal einen Sinn und einen Zweck gehabt. Aber diese ganzen Überzeugungen, die du über dich hast, das spiegelt dein Leben wieder. Das spiegelt sich in deinen Beziehungen wieder, zu deinen allen Menschen. Egal in welchen Beziehungen, beruflich oder privat. Es zählt nur deine Meinung, die du über dich hast. Es geht um dich. Es ist dein Leben. Es sind deine Augen. Es sind deine Ansichten. Es sind deine Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung wirklich aus dem Allerhöchsten, aus dem Göttlichen, aus der absoluten Perfektion deiner selbst dir zu erlauben, das ist der Weg. Und dieser Weg ist so genial, dieser Weg ist so geil. Und es gibt wirklich Tricks, wir brauchen Tricks, wir müssen unseren Verstand überlisten, dass er aufhört, uns beschützen zu wollen vor der Wahrheit. Der glaubt tatsächlich, dass er uns schützt, wenn er das weiter glaubt, was er glaubt. Aber wir brauchen keinen Schutz, wenn wir wissen, was für ein göttliches Licht wir sind, was für ein göttliches Wesen wir sind. Und dann kannst du zulassen, dass du ein Traummensch bist, ein Traummensch für die anderen Menschen. Es ist so genial. Ja, das wollte ich heute Abend noch mit euch teilen. Wir machen das am laufenden Band in die Frau, die alles hat. Wir sind da wirklich diesen ganzen Lügen auf den Schliche, die uns krank machen, körperlich richtig krank machen, die uns Krankheiten bescheren, die uns Armut bescheren, die uns Ablehnung bescheren von unseren Partnern, die uns Partner nicht mal in die Nähe kommen lassen. Das machen alles wir. Und wenn wir uns verändern, diese Ansicht über das, was wir sind, was die Welt ist, was da draußen los ist, die muss anders werden, damit da draußen was anderes sich zeigen kann. Und wir haben so viele geile Ergebnisse. Und ich wachse auch immer weiter und ich höre nicht auf. Da kommt schon wieder einer, schau mal. Grüßt mein Hund, so schön.
Ich höre nicht auf und ich höre nicht auf, das zu lehren. Ich höre nicht auf, diese scheiß Masken der Lügen abzuziehen und einfach zu sagen, was für ein Bullshit. Wie kannst du nur glauben, dass irgendwas an dir nicht in Ordnung ist? Aber es ist so tief. Es ist so tief, weil es eben nicht nur die Familie ist, sondern es ist die Gesellschaft. Es ist das ganze System, das so funktioniert und diese Informationen aussendet. Und wir müssen die Wahrheit immer wieder drüber schreiben, damit wir letztendlich konstant daraus leben können. Lass dich nicht weiter einschränken. Mach dir alles möglich. Es gibt nichts, was du nicht haben oder sein kannst oder darfst. Du musst dich nur dafür entscheiden. Entscheiden, entscheiden und sagen, so, und jetzt will ich wissen, wie ich so geil sein kann. Jetzt will ich wissen, wie ich diese Traumfrau sein kann. Jetzt will ich wissen, wie ich diese erfolgreiche Businessfrau sein kann. Jetzt will ich wissen, was auch immer du sein willst. Jetzt willst du wissen, wie es geht. Und du bist die Frau, die alles hat. Und du kannst dich dahin führen. Ich führe dich nirgendwo hin. Du führst dich selber. Und ich sage dir, wie es geht. Das ist alles. Aber du machst alles selber. Immer. Und darum geht's auch, dass du selber weißt, wie es geht. Also, einen ganz, ganz schönen Abend. Ich zeige euch hier nochmal diese Hunde. Hundebegrüßung. So begrüßt man sich. Freudig, schwanzwedelnd, man kennt sich nicht, aber man begrüßt sich. Genau, also schaut nochmal hier, der Sonnenuntergang. Jetzt muss ich mir was zu essen suchen, ich habe riesigen Hunger. Bis bald, tschüssi.